Hallo Leute und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Ich bin euer Big Frank und heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes. Und zwar wissen ja einige von euch, dass ich einen alten Kanal habe, Flaps Gaming. Die Videos sind auch noch online, ja, teilweise ja. Aber ich möchte euch die natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gibt es heute mal ein altes Video aus meinem alten Kanal. Wundert euch also nicht, dass hier gleich Flaps Gaming steht und ich von Flaps Gaming rede und nicht von Big Frank Gaming. Die Videos sind gut und es steckt viel Arbeit in dem Kanal. Und ich denke, es ist vollkommen okay, wenn ich die Videos hier nochmal hochlade. Viel Spaß damit, Freunde! Hallo Leute, herzlich willkommen bei Flaps Gaming. Ich bin Frank und wir schauen uns heute Grass Cutter an. Dazu beenden wir erstmal die Software, die gerade noch läuft, und dann schauen wir rein in Grass Cutter Mutated Lawns. Ja, ich habe den Titel vom Publisher bzw. vom Entwickler selber zur Verfügung gestellt bekommen. Soll mir das Spiel mal anschauen und das mache ich natürlich nicht ohne euch. Nicht wahr? Sometimes You, das ist der Entwickler. Die bringen uns dieses Spiel heraus. Ist so ein bisschen schummerer Pixelgrafik, erkennt ihr ja direkt. Ich denke mal, das habt ihr auch schon am Titelbild gesehen. Ja, könnte ganz interessant sein. Ich meine, okay, ein Spiel über Rasenmäher. Schwierig. Aber wir schauen trotzdem rein. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir können natürlich das Spiel starten. Alternativ können wir uns die verschiedenen Rasenmäher aussuchen. Aber dazu müssen wir wohl erstmal ein bisschen was gewinnen. Gut. Verschiedene Fähigkeiten gibt es hier auch freizuschalten. Okay, welche Fähigkeiten hat ein Rasenmäher? Rasenmähen, Rasenschnellmähen, Rasenlangsammähen, Rasenkurzmähen, Rasenlangmähen. Ich weiß es nicht so genau. In den Einstellungen, ja, können wir die Sprache verstellen, die Lautstärke verstellen. Alles klar, mehr brauchen wir nicht. So, direkt rein ins Spiel. Musik höre ich gerade gar keine. Okay, müssen wir mit leben. Ich spiele gerade am Fernseher. So viel kann ich euch schon mal direkt sagen. Und ich finde den Kontrast hier gerade nicht so schön. Das Weiß auf Grün kommt nicht gut rüber hier von Dr. Kowalski. Unser neues Gras hat wirklich Fuß gefasst. Wir müssen nur noch einen guten Dünger finden. Dr. Smith. Während wir nach der richtigen Mischung an Chemikalien Ausschau halten, müssen wir diesen Garten säubern. Vergiss nicht, dass deine Batterie irgendwann aufgebraucht ist. Okay. Ah, der fährt also automatisch schon mal. Das kann zu Schwierigkeiten führen. Aber wir haben natürlich wunderbar, hervorragend mit 3 Sternen das Level 1 geschafft. Bekommen auch gleich 5 Münzen dazu und ein bisschen Sound gespielt. Rank up Rasenmähermann. Ah, okay. Huch, da fällt mir fast die Fernbedienung runter. Nein, sie fällt mir runter, nicht nur fast. Ich mache den Sound für mich mal etwas leiser. Ich finde den nämlich gerade arschlaut. So, wir machen natürlich weiter und gucken uns das nächste Level an. Gut, optisch bis jetzt nichts Besonderes, aber mein Gott, was will man erwarten? Dr. Isaev, es gibt noch einen Garten, in dem wir Dünger versprüht haben. Verschiedene Felsen und Hindernisse reduzieren deine Batterieaufladung. Versuche sie zu meiden. Gut, Snake für Fortgeschrittene. Sollten wir trotzdem hinbekommen. Ei. Oder auch nicht. Vielleicht nicht gerade. Mit dem Analogstick spielen. Da hätte ich auch noch was einsammeln müssen. Versuchen wir es mal mit dem digitalen Steuerkreuz. Ich spiele hier nämlich gerade mit dem Pro Controller. Ich denke, das ist besser mit dem Analogstick. Die Steuerung ist vielleicht ein bisschen schwammig. Wir begeben uns zum Labor. Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Wir kümmern uns um alle Anschriften, bei denen Probleme auftauchen.
geht schon besser, reagiert deutlich effizienter hier. Ja, bis jetzt noch keine Schwierigkeit. Bling, 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 wieder 3 Sterne. Rank up, der Hartnäckige. Schreibt man das so? Sieht komisch aus, das Wort. Egal, machen wir weiter. Neuer Batterietyp entsperrt. Okay, der Sound gefällt mir. Ah ja, das sieht schon was komplizierter aus. Egal, wir liegen los, wir kriegen keine Ansprachen. Das war gar kein Problem. Ja, also muss schon noch irgendwas passieren hier, ne? Ich gucke mal, ob wir die neue Batterie schon einsetzen können. Nein, können wir noch nicht. Okay. Oder zumindest werden wir wahrscheinlich unter Fähigkeiten einsetzen müssen. Oder ich denke, die ist schon eingesetzt. So, wieder keine Ansprache, kein Tutorial, keine Erklärung, nichts. Gut, das impliziert mir jetzt persönlich, dass ich das an der Stelle gar nicht brauche. Oh. Okay, da darf ich also nicht reinfahren. Das stoppt mich nicht, das macht mich direkt kaputt. Gibt Schlimmeres, gehen wir trotzdem hin. Ja, ich fahre überall rein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also ein bisschen Geschick ist hier auf jeden Fall gefragt. Trotzdem schaffen wir das Level. Und kriegen trotz Fehler wieder neue Punkte. Also wieder 3 Punkte. Okay, sei es drum. Ah, falls es euch natürlich nicht aufgefallen ist, wir spielen selbstverständlich hier auf Nintendo Switch. Was heißt selbstverständlich, aber die meisten von euch werden es erkannt haben. Für die, die es später reinschalten, das ist Switch. Das Spiel ist jetzt kürzlich erschienen. Oder wird jetzt kürzlich erscheinen. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande zugeben, das weiß ich gerade nicht auswendig. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon mal eher so ein Zwischendurchspielchen. Ja, so eine Art Angry Birds für Gartenlandschaftspfleger, ne? Gut, ich drücke zwar A anstatt B, trotzdem geht's weiter. Versenke die Kiste, um Landstücke mit Wasser zu säubern. Ah, okay. Also kommt jetzt noch die Bastel- oder Puzzle-Komponente dazu. Dass ich halt eben nicht überall lang komme. Also von der geforderten Reaktionsfähigkeit hier ist das schon ordentlich. An das Zahnrad bin ich jetzt nicht mehr dran gekommen. Es hätte wahrscheinlich von der Batterie her nicht mehr geklappt, denke ich. Die Energie taucht auf beim Speicheraufladung von 50%.
Ich sage das nochmal ganz deutlich. Die Energie taucht auf beim Speicherladung von 50%. Leute, warum nehmt ihr nicht einfach einen Deutschen, der das übersetzt ins Deutsche? Das ist schade. Einfach. So Sachen auch in Indie-Games möchte ich nicht sehen. Ganz ehrlich, Leute, die Gamer-Community ist riesig. Ja, und es wird sich mit Sicherheit der ein oder andere finden, der euch beim Übersetzen hilft. Ja, ihr könnt mir dann nicht erzählen, dass ihr niemanden findet, der der Sprache mächtig ist, der euch beim Übersetzen hilft. Jetzt rege ich mich wieder auf, jetzt verkacke ich wieder die Level hier, ist ganz klar, ne? Nee, sowas finde ich einfach schade. Das ist genauso wie bei großen AAA-Titeln, ja, wo ich in der Intro-Szene schon Clipping-Fehler habe. Das sind Sachen, wo ich sage, Leute, ihr erwartet, dass wir 70 Euro für ein Spiel ausgeben. Ihr investiert Millionen in die Entwicklung und die allererste Szene enthält bereits grobe, fahrlässige Fehler. Ich bin schon wieder da reingefahren. Verdammt. Nee, es macht keinen Sinn, wenn ich mich aufrege. Kaltblütige Energieaufladung. Mhm. Freunde der Nacht, das geht so nicht. So, an dieser Stelle möchte ich für die erste Folge dieses Videos auch schon einen Cut setzen. Wir haben uns das Spiel jetzt in den ersten Zügen angeguckt. Das wird gerade ein bisschen anspruchsvoller. Ich setze den Cut an der Stelle extra, weil ich mich gerade so ein bisschen am Aufregen bin. Ich muss jetzt gerade erstmal kurz ein bisschen runterkommen. Ja? Weil es ist eine Indie-Produktion. Jetzt schmeiße ich auch noch einen Controller weg. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Ich sag mal, es ist eine Indie-Produktion, aber ich möchte das einfach nicht sehen, solche Fehler. Das muss nicht sein, das ist unsinnig. Ja, warum? Es gibt in der Gaming-Community so viele Menschen, die euch jederzeit helfen würden. Oh oh, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ja, es ist halt einfach so, dass ich sage, solche Fehler müssen nicht passieren. So, aber wir wollten ins Menü zurück, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich selbst wäre auch einer, der sagen würde, gerade bei so einem Spiel jetzt hier, textmäßig ist da relativ wenig zu übersetzen. Da wäre ich doch als Erster mit dabei und würde sagen, okay, komm, gebt mir 5 Kopien von dem Spiel und ich übersetze euch alles. Und zwar vernünftig. Ja, eine für mich und 4 zum Verlosen bei uns auf der Seite. Wunderbar. Wäre ich schon mit dabei gewesen. Naja. Gut, links und rechts seht ihr jetzt hier jeweils ein Video, da könnt ihr weiterschauen. In der Mitte das Kanallogo, wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Ist für euch nur ein kleiner Klick, mich würde es sehr, sehr freuen. Gut, ich danke euch fürs Dabeisein hier bei Flaps Gaming und wir sehen uns bei der nächsten Folge Grass Cutter wieder. Dann schauen wir mal, was das Spiel noch kann. Ciao, ciao.